Hey Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play World of Warcraft. Wieder Dungeon Time. Diesmal hoffentlich nicht so eine verkorkste Gruppe wie das letzte Mal, weil das war echt nicht schön. Keine schöne Gruppe. Ich musste mich gerade hier schon mal einem Zornseher hier entledigen, weil da habe ich mich einfach ungünstig geparkt das letzte Mal. Es ist einfach mal wieder mega heiß hier bei mir gerade. Ich musste das Fenster komplett aufmachen. Ich hoffe jetzt nicht, dass es gleich irgendwie laut wird, weil bei den Nachbarn geht schon scheinbar schon wieder Party ab. Außerdem rufen die ja, wie ich schon mal gesagt habe, immer sehr gerne ihren Hund. Und das kann dann durchaus mal auf der Aufnahme sein. Das finde ich dann immer so ein bisschen störend. Ich habe wieder, ich fange anders an. Ich habe ja schon mal in Parts davor gesagt, dass ich mir, sehr gerne ein 3DS kaufen möchte. Und, dieser Gedanke nimmt immer mehr Form an, weil ich jetzt auch schon wieder angefangen habe, irgendwie wieder Pokémon zu spielen und ich so einen Bock habe, auf einem schönen Handheld Pokémon zu spielen, dass ich mir den wahrscheinlich nächste Woche kaufen werde. Ich denke aber, ich werde einen gebrauchten kaufen bei eBay, in der Hoffnung, dass dann da irgendwie noch, ja, keine Ahnung, vielleicht ein paar coole Spiele bei sind. Also auf jeden Fall Pokémon. Ich bin mir halt nur noch nicht sicher, ob ich mir den 3DS oder den DS hole. Beziehungsweise den DS Lite. Weil es, glaube ich, mittlerweile schon Spiele gibt, die Pokémon-Spiele gibt, die nur für den 3DS ja kompatibel sind. Und ich würde gerne möglichst alle Pokémon-Spiele, die im Moment so aktuell sind, dann auf dem DS spielen. Da muss ich dann mal sehen, ob ich da eine schöne Auktion finde auf eBay. Also ihr glaubt gar nicht, wie viel Bock ich darauf habe. Ich spiele im Moment, ich glaube, ausgelöst wurde das Ganze dadurch, dass ich jetzt wieder Pokémon Rot auf dem Gameboy spiele. Habe ich letztens einfach mal wieder reingeworfen. Und, oh Gott, Leute, wenn ihr das hören könntet, ne? Die Nachbarn. Es ist einfach unfassbar. Den ganzen Tag immer diese Lache. Ihr würdet das auch nervig finden, wenn ihr das auch mal direkt an eurem Fenster hättet. Ich muss richtig aufpassen, dass ich mich dadurch nicht ablenken lasse. Und ihr seht ja die Uhrzeit. Es ist nicht am Tag oder so. Das ist mitten in der Nacht. Es gibt Leute, die hier schlafen wollen. Und die lachen da draußen und machen Krach. Rufen ihren Hund. Als ob sie allein auf diesem Planeten wären. Was sie aber by the way nicht sind. Zehn Einheiten Satyrfleisch und ich hab einen einzigen, ey. Gibt's doch gar nicht. Da hoffe ich aber, dass es dennoch besser droppt. Diese Lachflashs von meinem Nachbarn hier, die, oder eher Nachbarin, es ist nämlich eine Frau, die können auch mal wirklich mitten in der Nacht unter der Woche kommen. Also passiert gerne mal, dass dann wirklich unter der Woche in einer schönen Arbeitswoche dann um 3 Uhr nach dem Hund gerufen wird und alle Welt aus dem Schlaf gerissen wird. Weil die gute Frau mal wieder ihren Hund sucht. Einfach nicht zu fassen. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Ich spiele wieder Pokémon Rot. Und immer meistens abends, so irgendwie, keine Ahnung, kurz vorm Einpennen. Gestern ist es aber ein bisschen länger geworden. Gerade wenn es so heiß ist und man sowieso nicht so gut schlafen kann.
ist das dann immer eine schöne Alternative. Von sind 20 Satyrsäbel. Die haben noch einen Lattenschuss. Wie viel von den scheiß Viechern muss ich denn hier umgrillen? Oh Mann, Leute, hier sind wir eine Zeit lang beschäftigt. Mit Grinden. Und wenn es dann wenigstens noch irgendwelche Easy-Viecher wären, ne, die man einfach so umrotzen könnte. Aber nein, das sind solche nervigen Viecher, die sich splitten und sonstige Scherereien machen. Nervig. Ja, nächste Woche. Also die Woche vom 21. bis zum 27. wird eine arbeitsintensive Woche für mich. Deswegen muss ich dieses Wochenende noch ein bisschen vorproduzieren, damit ich dann auch Videos raushauen kann. Ohne aufzunehmen. Denn ich schreibe ja am 5. und 6. meine Klausuren. Unter anderem auch English Lore. Und da ich ja nicht der Sprachbegabteste bin, muss ich mich dann auch erstmal mit dem schönen Common Law beschäftigen. Und so ein paar schöne Rechtsvergleiche zu unserem Civil Law und dem Common Law der Briten. Ich hoffe da, dass unsere Dozentin nicht irgendwie so das krasse OP-Englisch verlangt. Mein Englisch ist ja schon schlecht, aber mein Rechtsenglisch ist noch viel behinderter. Muss ich jetzt einfach mal so drastisch sagen. Also, wieso konnte ich den jetzt bitte nicht austauschen? Also das wird auf jeden Fall interessant werden, diese Klausur. Vor allen Dingen, weil ich sie auch noch nie vorher geschrieben habe. Es ist irgendwie nicht mein zweiter Versuch oder so, sondern es ist schon mein erster Versuch. Und dementsprechend könnte der auch nach hinten losgehen. Aber ich habe echt gar keine Lust, die Klausur zu wiederholen, weil ich ja in den Urlaub fahre am 8. Und da möchte ich mich eigentlich überhaupt nicht ums Studium kümmern. Ich möchte dann bis zum 8. schön Videos für 2 Wochen hochladen. Das wird sowieso noch eine Mammutaufgabe. Und dann im Urlaub mich voll und ganz nur auf meinen schönen Urlaub da konzentrieren. Und nichts für die Uni tun. Und ab und zu dann mal ein Video freischalten, wenn ich da Internet habe. Wenn ich da kein Internet habe, dann hat sich das sowieso schon erledigt. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ich da irgendwo eine Möglichkeit finden werde, die Videos freizuschalten. Das gilt übrigens nur für meinen Let's Play-Kanal. Also nicht für meinen League of Legends-Kanal, den lasse ich ja sowieso einigermaßen schleifen im Moment. Der ist aber auch ganz schön eingebrochen, also. Das sind halt einfach keine Pro-Plays und eigentlich hatte ich ja den League of Legends Kanal dafür gemacht, um mir irgendwie von anderen Pro-Spielern irgendwelche Tipps abzuholen, aber das ist irgendwie nicht ganz so aufgegangen. Denn meistens wollen die Leute irgendwas von mir. Wie sind meine Skillungen? Wie sind meine Runen? Kann ich ihnen alles sagen, aber das bringt mir natürlich selber gar nichts. Dementsprechend werde ich mir auch überlegen, ob ich das mit dem Leak-Channel nicht irgendwie früher oder später einstelle. Es sei denn, ich bekomme jetzt irgendwie ganz krasse Resonanz in nächster Zeit. Die war mal von den Views her ganz gut, obwohl mir die Views bei dem Kanal sowas von egal sind. Ich wollte halt wirklich nur Kommentare, aber die sind mittlerweile aber auch eingebrochen und Kommentare bekomme ich sowieso gar keine mehr. Also bringt mir das eigentlich fast gar nichts mehr. Weil es war ja wirklich nur eigennützig, diese Idee eines League of Legends Kanals. Ich wollte da wirklich ausschließlich Tipps abstauben, um irgendwie in der Elo aufzusteigen. Aber ich glaube, die Mühe und Zeit, die ich mir damit mache,
die Videos da hochzuladen, die kann ich besser investieren. Keine Ahnung, in WoW Let's Plays oder whatever. Anstelle die jetzt in League of Legends zu verschwenden. Oder beziehungsweise ich kann sie benutzen, um einfach normale Games zu machen, ohne die aufzunehmen. Und dazu auch noch was zu sagen. Denn, ja, mein Kommentar ist ja sowieso eigentlich komplett überflüssig bei den League-Channels, weil ich einfach, bei den League-Videos, weil ich einfach nichts Interessantes dazu sagen kann. Ich bin einfach noch ein blutiger Amateur. Das muss man ganz klar so sagen. Was ich aber nicht verstehe, ja, das habe ich aber auch schon mal angesprochen, ist, dass keiner von euch Child of Light guckt. Es ist mir ein Rätsel. Es ist mir ein Rätsel. Ich kann mich immer nur wiederholen. Ich werde das Spiel, ich sag's euch, knallhart durchziehen. Ist mir völlig egal, ob ihr das guckt oder nicht. Das ist so ein gutes Spiel. Das macht so viel Spaß. Das guckt trotzdem keiner. Ich kann es nicht nachvollziehen. Wenn ich jetzt Pokémon spielen würde, da würden sich die Leute bestimmt jetzt hier wieder alle drauf stürzen. Pokémon. Aber Pokémon, das ist einfach... Nee, da habe ich keinen Nerv zu. Jedenfalls momentan nicht. Das möchte ich lieber alleine privat auf dem Handheld spielen. Ohne mich großartig darum zu kümmern, da irgendwelche Parts zu produzieren. Nicht Elunis? Kommt der denn her, der Junge? Hä? Du hast mein Wasserelementar getötet. Das ist aber nicht nett. Okay. Dann gehe ich mal in diese Richtung. Ich glaube, da kann ich gleich die Opfergaben abgeben. Jedenfalls einen Teil. Und ich brauche noch weitere Satyrsäbel. Ich denke übrigens aber, dass ihr Child of Light auch nicht mehr lange ertragen müsst, denn da nähe ich mich auch langsam dem Ende. Und neues Projekt wird es dann aber auch erst nach dem Urlaub geben, also Ende August dann wahrscheinlich erst. Na also, da haben wir ja noch einen Säbel. Boah, es ist hier eine Hitze, das glaubt ihr nicht. Es ist so verdammt heiß. Ich hasse das. Echt. Das mag ich überhaupt nicht. Das muss nicht sein. Oh, endlich. Die Opfergaben haben wir fertig. Achso, die kann man immer wieder machen. What the hell? Grüne Rüstung bringt kritische Zaubertrefferchance um 5% erhöht, erlittener körperlicher Schaden um 6% verringert. Ja, das ist doch schön. Sammelt 8 Melonenfrüchte. Muss ich davon immer noch welche sammeln? Wie viel habe ich denn davon? 2. Aber hier sind welche. Ich muss unter den Bäumen gucken. Ich mag die Quests nicht, die nicht irgendwie so einen eigenen Zähler haben, wo man selber nachgucken muss, wie viel habe ich davon jetzt eingesammelt. Und adios. Amigos. Diese Dailies. Es war mir gar nicht bewusst, dass das hier Dailies sind oder was das auch immer für Quests sind. Unendlich wiederholbare Quests. Gab das irgendwie Ruf?
Es gab nicht mal Ruf, Leute. Ich weiß überhaupt nicht, wofür das gut sein soll. Habe ich jetzt mittlerweile 20 von den Waffen? Ja, habe ich. Sehr schön. Gut. Dann gebe ich die mal direkt ab. Wenn ich nicht zu dumm wäre, die Treppe hochzugehen. GG. Ist der falsche. Leco mio. Gut, Leute, ich mache hier eine Pause und im nächsten Part geht's dann hier weiter. Bis dahin. Ciao.